willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende war doch wieder der Schocker der Woche. Apropos, heute ist auch legendäre Raid-Stunde mit Giratina, Shiny Giratina. Und wie immer habe ich dann Raid am Mittwoch verschoben auf Raid am Mittwoch am Donnerstag. Aber wir wollen einfach Raid am Mittwoch wirklich Raid am Mittwoch sein lassen. Und das Video zur legendären Raid-Stunde, die heute 18 Uhr ist, kommt dann eben morgen am Donnerstag. Das müsste auch die Leute alle glücklich machen. Damit müsste jeder zufrieden sein. Jetzt geht's aber los mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche beim Gefahr mit einem Shiny Radfratz. Richtig gutes Level auch, wie man hier sieht. Leider sind die WP nicht zu sehen, aber der Bogen sagt ja schon alles. Dann gab es beim Nebels, also bei Marco, Start in den Tag, gleich ein Shiny Perlu, frühs zum Aufstehen. Esst ja auch immer Muscheln zum Frühstück, dann schreibt's mal in die Kommentare. Dann der Robby beim ersten Fang, ein Rotomurf und das hat eine richtig fetzige Bewertung. 3 Sterne, Angriff, Verteidigung, KP auf 14, das also fast ein 100er, hat auf jeden Fall den stärksten Satz, den besten Satz, alle 3 Werte gleich. Das hätte euch früher richtig Nerven gekostet, wenn ihr das bewertet hättet. Jetzt seht ihr natürlich die Werte auf den ersten Augenblick und seid nicht mehr so geschockt. Aber auch richtig gutes Level, wie man hier sieht. Rotomurf auch eins der 9 Pokémon aus der 5. Generation. Dann der Gandalf Julius und noch eins. Der hatte in der letzten Folge schon 2 Shiny Mewtwo kurz hintereinander bekommen. Hier also sein 3. auf dem Handy. Glückwunsch auch dazu. Auch bei der Annika hat's gefunkelt. Mewtwo ist ja jetzt nicht mehr da, aber die hat sich auch noch eins gegönnt. Zum Abschluss 23, 29 Shiny Mewtwo, genauso wie der Yoni. Und das ist sowieso eine Sache, der hat mal gespielt, dann hat er mal nicht gespielt, ein halbes Jahr lang oder so, dann kam er zurück, erster Raid, Shiny, Bam, damals. Jetzt hat er wieder die ganze Zeit nicht gespielt, macht seinen allerersten Mewtwo-Raid nach fast einem Jahr Pause und direkt wieder Shiny, also der hat immer so ein Glück. Da seht ihr schon, wenn man in Aktivität wird belohnt, während andere sagen, sie machen jeden Tag 100 Mewtwo-Raids und haben kein Shiny bekommen. Dann wurde auch der nächste C-Day natürlich angekündigt, Knackleon. Da wollte ich erst ein Video dazu machen, dann auch nicht. Hat ja eh schon jeder gesagt und jeder weiß es. Aber ich muss sagen, die meisten sagen, Knackleon ist doch richtig mies, richtig scheiße. Aber ich bin froh, dass es Knackleon ist, denn wenn es nicht Knackleon wäre, würde Knackleon ja noch ausstehen. So kommt jetzt Knackleon, dann wieder ein Starter, dann vielleicht der zusammengepfuschte C-Day. Aber was dann kommt, steht wirklich in den Sternen. Denn dass Knackleon kommt, wusste eben jeder. Jetzt ist es schon weg und das lässt Spekulation und Raum frei für neue Interpretationen von was Neuem, was danach kommen wird. Und ich muss auch ehrlich sagen, die Shiny-Form von Knackleon finde ich eigentlich richtig genial. Diese Komplettfärbung von diesem Orangen zu diesem türkisen, grünlichen, finde ich genial. Da finde ich sogar die Zweitentwicklung da ist überhaupt nicht so auffällig. Da hätte ich sogar gedacht, dass das Shiny eigentlich das Normale ist. Aber so wenig hat man sich damit auseinandergesetzt. Aber Knackleon in diesem genialen Minzgrün, sagen wir mal, finde ich eigentlich cool, da freue ich mich schon drauf. Dann der Gefahr hat aus einem Ei, war das ein Ei? Ich weiß es nicht mehr, hat auf jeden Fall sein erstes Ei gebrütet und direkt einen Shiny Click bekommen, was ihr ja jetzt brüten könnt oder eben aus den 1er Raids bekommen könnt. Dann der Toni aus Thema mit einem Shiny Raupi, wer da auch noch keins hat, ne? Leandro HBN mit einem Shiny Sandama, was er entwickelt hat. Habt ihr auch schon eins? Schreibt's mal in die Kommentare. Der Leo Sai hat auch mal wieder was gepostet. Der hat ja einen Shiny Zubiris bekommen auf dem roten Account. Dann ein Nagelotz und das war sogar meins. Geklickert mit WP10. Da hatte ich wohl Glück, dass das so wenig war und deshalb dann drin geblieben ist. 3 Raids, 3 Shinies, immer den täglichen Pass verwendet. Das war auch richtig genial auf dem kleinen Account. Jeden Tag einen Raid gemacht und 3 Tage in Folge ein grünes Mewtwo bekommen. Also so viel Glück muss man auch erstmal haben. Der Raphael White hat uns noch gezeigt, der hat ein 98%iges Shiny Mewtwo bekommen. Auch richtig stark, Angriff und Verteidigung auf 15. Die wichtigsten Werte natürlich bei Mewtwo. Der allererste
Nee, der allerechte Thiago bzw. Spiel HD bzw. der Killer hat auch einen Shiny Mewtwo bekommen, auch als Buddy genommen. Da hat er wohl auch was reingepusht, wie man hier sieht. Dann haben wir oben eine Nachricht von eBay Kleinanzeigen, aber darum geht's nicht, denn der Mitchell hat auch einen Shiny Mewtwo bekommen, der Joni ein Ditto gefangen am Schwimmbad. Das sind ja einige immer noch auf der Suche, auch schön anzusehen hier, das niedrige Level WP10 Ditto, richtig genial. Simone, kleiner Account, wieder mal ein Screen vom Shiny Nägelmon, denn nicht nur er hat Glück, auch seine Dame. Aber Nägelmon auf seinem Großen mit einem Shiny Knospi, das war's glaube ich noch nicht, denn, danke Yvonne, hat noch ein Shiny Glücks-Meltan bekommen. Das ist auch richtig genial. Habt ihr das auch schon getauscht? Habt ihr schon den Lucky-Eintrag von Meltan? Dann der Marco, da war der gerade bei mir und wir haben einen drauf gemacht, gerade geschlüpft, ein Castadur aus dem Zehnerei. Nägelmon wieder mal. Aus Simone, kleinen Account, noch ein 100% Mewtwo gebrütet. Nein, aus dem Raid natürlich, also ihr seht, Mewtwo ging schon richtig gut ab. Und dann gab es ein Shiny Bronze hinterher, auch richtig cooles Pokémon. Noch ein Shiny Mewtwo, was jetzt wieder? Wir gucken mal kurz hier nach. Ah, das sehe ich dann nicht, ob das jetzt auf Seim ist, aber ist wahrscheinlich auch bei Simone, denke ich mal. Dann nochmal der Leosai mit einem 100% Tauros. Habe ich ja auch eins ausgebrütet auf dem einen Account, hier also auch. Letztes Jahr, als das da war mit den Kontinentalen, da gab es ja so viele Leute, die ein 100%iges Tauros gebrütet haben. Das war richtig genial. Nägelmon mit einem Shiny Schmerbe. Ditch, da kann ich aber auch meine Errungenschaften der letzten Tage zeigen, ne? Hat hier mal ein 100% Tansa gebrütet, denke ich mal. Plus ein Shiny Tansa, da kommen jetzt einige von ihr, ein Shiny Pichu hinterher, aber nicht nur eins, sondern sogar zwei. Das hat nämlich eine andere WP und ist ein 93er. Also die Ditch hat da auch ordentlich zugeschlagen. Auch ein Shiny Fluffeluff darf natürlich nicht fehlen. Ein Kuddel getauscht, ein regionales, deswegen auch keine Bonbons da, wie ihr seht. Aber ein Lucky Kuddel getauscht, richtig gute Sache. Ein Gekkabor. Was jetzt nicht so wichtig ist, gab es hier den C-Day. Trotzdem cool, wenn man auch mal außerhalb eines C-Days sowas kriegt. Dann Tagespass beim Sandro, auch ein 100%iges Mewtwo. Ihr seht, die waren gar nicht so selten. Noch ein Shiny beim Nägelmon, ein Lichtel aus dem 10-Kilometer-Ei bei der Terrorzicke. Und das auch ein richtig cooles Pokémon. Soll wohl der beste Geistangreifer werden von Generation 5, beziehungsweise übernimmt die Position und ist dann auch besser als Gengar. Sitzt auf dem Markt, wieder mal vom Brian, ein 96%iges Yorkleff. Hätte Shiny sein können, ist es aber nicht. Wer noch ein gutes braucht, hätte sich das holen können. An der Stadtmauer ein 100% Nagelotz vom Bobse Rob gepostet. Frisch geschlüpft nochmal bei Marco, ein 100%iges Vonera. Das ist schon richtig krass. Ein 100% Wablu gab es hier noch vom Tobi. Den hat man auch jetzt schon ewig nicht mehr gesehen. Wablu auch richtig heftiges Pokémon natürlich. Nummer 2 beim Shiny Nägelmon. Ihr seht, da sind so viele Mewtwos auch dabei. Dann habe ich ein Alola Schuppert. Ne? Ist das ein Shiny Schuppert? Ist das ein Alola Schuppert? Nichts. Es ist einfach nur ein Monstermunch. Den habe ich mit reingenommen. Fand ich cool. Beim Chillen einfach nur. Dann hat der Kenny eine Nachricht gepostet in der Pokémon-Gruppe. Hab mich gerade auf Fehmarn mit ein paar Leuten zum Raiden getroffen. Der eine hat sich voll gefreut, als ich meine 4 Handys auf der Bank ausgepackt habe und meinte, das macht dieser Ramses doch auch so. Habe ich gefragt, ob er Ramses aus Hibu meint, sagt er, weiß er nicht. Er nennt sich Ramses der Dicke und macht immer YouTube-Videos. Habe ich erstmal erklärt, dass ich normalerweise mit diesem Ramses zusammen die Raids spiele. Voll der Weltstar. Das hat mich auf jeden Fall gefreut, dass man irgendwo bekannt ist oder wiedererkannt wird oder Ähnlichkeiten vorherrschen. Und auch schön, dass der Kenny das gepostet hat, dass ich auch überhaupt davon was mitgekriegt habe. Grüße gehen raus an Kenny. Ich hoffe, wir machen demnächst mal wieder ein paar Raids zusammen. Ist ja, glaube ich, immer noch im Urlaub, deswegen sieht man ihn nicht. Dann bei der Terrorziege gab es noch einen Shiny Nagelotz. Beim Lugdorf ein Shiny Lucky Mewtwo mit 96% dürfte das sein. Angriff 15, das würde ich auf jeden Fall hochziehen an seiner Stelle. Genau, ne, sogar ein 8, 9. Hä?
Ach, das scheint das Gegenstück dann zu sein. Das hat nämlich 23,76 und das hat 23,80 mit 14 Angriff, 15 Verteidigung, 15 KP. Also ein Wert auf 14, deshalb nur ein 98er. Trotzdem finde ich das immer noch krasser wegen den 15 Angriff und würde das sofort hochziehen. So, der Nägelmond frisch gefangen, noch ein Shiny, Roselia hinterher. Stefan Landei hat wieder mal eine Medaille bekommen, die Goldmedaille bei der Superliga. Wieder einen von den stupiden Medaillen erledigt, die fehlen mir auch noch, da muss ich auch noch was machen. Mitchell mit einem Shiny Kangama. Dann waren wir unterwegs, da wollten wir noch kurz einen Raid da am Old City Tower. Ist das der? Ja, im Old City Tower mitmachen, habe ich gesagt, hat sich gelohnt, ne? Hab da auch noch ein Shiny Mewtwo bekommen mit 15 Angriff. Hab insgesamt, glaube ich, 4 Stück gehabt, als Mewtwo jetzt gegangen ist. Achso, Turm hat sich gelohnt. Da ist der Screenshot, den anderen hätte ich ja löschen können. Dann gab es natürlich die Safari-Zone. Shiny Yanma wurde eingeführt. Engelchen hat er auch gleich eins bekommen, hat sich da gefreut. Shiny Yanma natürlich. Leandro, diese Bewertung mit einem Shiny Sneeble. 15 Angriff und dann Verteidigung und KP auf 1. Das sieht auch richtig genial aus. Nochmal die Ausbeute vom Stefan Landei. Meine Ausbeute nach ca. 25 Mewtwo-Raids. Unten ist noch ein 80er Shiny. Ansonsten nichts über 90%. Also über 90 IV. Aber ein 96er Shiny, das ist natürlich auch genial. Das hätte ich auch mitgenommen. Alle anderen natürlich ab 89 abwärts. Aber das Shiny ist doch das Beste und das kann er doch nehmen und hochziehen. Hat er jetzt im X-Raid nochmal die Chance auf ein gutes Mewtwo mit Spukball als Shiny. Das ist natürlich noch genialer. Der Tobi zeigt uns auch ein Shiny Yanma. Der Lift-Up Raider aus dem Zähne-Ei ein Kapuno gebrütet mit lauter Haaren im Gesicht. Dann in der Nähe gab es hier diese komische Ameise, wie man auf dem zweiten Bild sieht. Falls ihr die schon habt, schreibt es mal in die Kommentare. Formicula oder wie die, glaube ich, heißt. Die Ameise ist ja auch ein regionales, gibt es auf jeden Fall bei uns. Und den Ameisenbär gibt es dann auf der anderen Seite der Erdkugel. Beim Lift-Up Raider war es auch soweit, er hat dann auch endlich einen Shiny Mewtwo bekommen. Stefan Landei noch mit dem Screen, selbst der härteste Trainer, hat sich mal eine Pause verdient, hat hier wieder mal 3 Handys am Start, sein Ikea-Brettchen auch in blau, genauso wie ich meins habe, nur hat er eine richtig geniale Unterlage, nämlich eine gelbe, meine löst sich ja schon ab die ganze Zeit, und hat sich einen schönen Eisbecher daneben gegönnt. Heute wäre Eis das Falsche, denn es ist so kalt draußen und es regnet permanent. Stefan Landei, erlösen oder wegschmeißen, braucht doch kein Mensch, oder? Da würde ich es natürlich nicht erlösen, ich würde es eigentlich wegschmeißen, weil das wird ja kein 100%iges, denn Verteidigung ist danach nur auf 14, wird also nur ein 98er und wenn er kein besseres hat, also kein besseres, was er auch zu Glurak machen kann, obwohl es ja da auch den C-Day und alles gab, würde ich auf jeden Fall nur erlösen, wenn es ein 100er wäre, ansonsten erlöse ich Sachen, die nicht 100 werden, nur wenn sie 1000 Sternstaub kosten, das kostet glaube ich 3000, wäre also Verschwendung eigentlich für den Sternstaub. Dann gab es natürlich die neuen Krypto-Pokémon, da hat der Bob the Rob auch eins eingefangen, hier ein Dooflore. Das sieht auch cool aus, weil das eben auch so Schlitzaugen hat, zu und gebogen und so feurig rot. Das sieht genial aus, da habe ich auch noch keins. Der Mitchell zeigt uns dann, wie man es macht, wenn man was erlöst, günstig und noch ein 100er dabei rausbekommt. Pokefreak Red, 200 Bonbons auf einmal, das sieht auch heftig aus, den Bug gab es ja schon öfters. Habt ihr auch schon mal so einen Anzeigefehler gehabt? Schreibt's mal in die Kommentare. Dann Gabriel, aus einem Geschenk von Ivar Scharf, herzlichen Dank und liebe Grüße, Krypto Saphir. Da habe ich jetzt lange gewartet mit dem Levelaufstieg bis zur letzten Raid. Stunde? Oder war das? Ne, am C-Day habe ich das ja gemacht. Am C-Day habe ich das gemacht und aus einem Geschenk von mir gab es ein Shiny Pandimos. Da hat er sich gefreut auf jeden Fall, hat auch gleich wieder ein Herzchen dran und er hat ja immer richtig coole Buddies, wo dann dort steht Ramses der Dicke, Ramses YouTube, Ramses und Ismo, jetzt einfach hier der Ivar Scharf genannt. Seht ihr auch hier, habt ihr auch Shiny Pandimos bekommen. Schreibt's mal in die Kommentare. Der Bulle Hai hat sich einen Shellast getauscht und hat ein 100%iges da rausbekommen. Dann hat er noch ein Shiny Pi bekommen und ich glaube noch was? Genau, ein Shiny Yorklef. Aber die Bonuswoche 3 ist ja auch um. Nagelotz und Yorklef jetzt also nicht mehr vermehrt in der Wildnis, beziehungsweise sitzen ja trotzdem noch oft rum.
Und die Kontinentalen sind auch wieder aus den Eiern draußen. Dann was mich ganz besonders stolz gemacht hat, ein Kommentar von Spieletrend. Bis Bismarck. Denkt da mal drüber nach. Habe ich ein Herzchen natürlich gegeben, schon das zweite Mal, dass Spieletrend einen Kommentar und ein Video von mir macht. Nägelmon auch mit einem Shiny Pandimos. Dann Lilian Rasur, Pikachu beim X-Raid gefangen. Hat einfach einen X-Raid Pass bekommen und da stand dran, Pikachu was caught, also Pikachu wurde gefangen. Was auch immer das schon wieder ist, Niantic, also die haben es halt übelst drauf. Dann die aktuellen Ditto-Tarnungen in der Übersicht, Blutzo, Kutut, Schlüppog, Ledibar, Paras, Remoraid, Flurmel. Und neu jetzt also auch Samurzel, Kamaubi, Ditza, Eneko, Hornlio, Weberagun, Hopp, Spross. Wenn ihr also auf Ditto-Jagd seid, ihr wisst ja immer, wenn ein Pokémon shiny wird, was vorher ein Ditto hätte sein können, kann das dann kein Ditto mehr sein und dafür kommt dann meistens immer noch ein anderes hinzu. Dann noch ein Yanma beim Mitchell, ein shiny Yanma, ein shiny Shinux beim Nägelmon, ein shiny Tauros beim Mitchell, der Bockwurst-King. Wenn man vergisst, die TV-Box auszumachen, den TV wieder anmacht und Raid am Mittwoch läuft, ganz automatisch, so muss es sein, zur Begrüßung. Dann nochmal Krypto Saphir, auch an Isvo ein herzliches Dankeschön und Grüße auf diesem Weg. Hat nämlich ein Ei von Isvo bekommen, also von Elisa Huhn, so heißt ja sein Account. Und da war noch ein shiny Fluffeluft drin aus Stuttgart, Baden-Württemberg. Beste Grüße natürlich, auch Herzchen dahinter. Hier seht ihr es nochmal groß. Vom Wullehai gab es auch noch ein shiny Mewtwo, sogar zwei. Der hat, glaube ich, zwei hintereinander bekommen. Heute hat es sich gelohnt, 4 Raids und 2 Shinies, also 50% Quote. Nochmal der Raphael White mit einem 100% Lucky Knackleon. Das kann er sich natürlich aufheben jetzt für den nächsten C-Day, dann entwickeln für die besondere Attacke. Einen Tag vor der C-Day-Ankündigung bekommen, erst drüber geärgert, dann fand das natürlich gut, weil jetzt kann das bald entwickeln, wunderbar. Alex Hoffi, auch seit längerem mal wieder einen Shiny bekommen, auch ein Shiny Yanma und wie ihr seht hier unten auch noch ein Shiny Mewtwo. Dann habe ich ein Shiny Isso gebrütet, was ich abgeben kann, ist natürlich frei, habe ja die Familie schon voll. Jawohl, sagt hier der Robby, der hat nämlich ein 98%iges Dusselgur gefangen. Leider kein 15 Angriff, aber egal, der Adi macht schon wieder den Stuhl kaputt, wie ich da hinten höre. Dann gab es beim Pokéfreak Red auch ein Shiny Nagelotz. Der Bockwurst-King war fleißig am Eierbrüten und hat einfach mal minus 4272 Kilometer von 3,5 Kilometer. Da muss also noch einiges laufen, um dieses besondere 7 Kilometer Ei zu brüten. Extrem Shiny Yorklef bekommen. Der Bierbenny wollte mir einen Strich durch die Rechnung machen. In meinem letzten X-Raid-Video habe ich ja gesagt, das wird der letzte Deoxys-X-Raid sein, den ich mache, weil für Schwimmbad habe ich ja keine Einladung. Und wenn Brücke danach wieder eingeladen wird, ist es schon Mewtwo. Und was macht er? Er schickt mir einfach eine Einladung fürs Schwimmbad, sodass ich jetzt doch noch einen Deoxys-Raid machen muss. Ich muss nicht, aber ich gehe ja trotzdem mal hin und gucke. Wird auf jeden Fall nochmal lustig, denke ich mal. Dann Stefan Landei, letzte Ladung, der hat nochmal alles gegeben, alle Eier reingepackt, ist noch einmal gelaufen. 35 Raids, 2 getauscht, Rest geflohen, ganz unten ist noch ein 80% Shiny, viel Schrott zum Tauschen. Ihr seht, das letzte Mal hat er also das 96er Shiny gehabt und dann nur 89er. Jetzt hat er mittlerweile noch ein 93er, noch ein 93er mit 15 Angriff, noch ein normales 96er, leider auch nur mit 14, aber noch ein 98%iges mit 15 Angriff, wo er auch schon ein paar Power-Ups gegeben hat, wie man sieht. Dann wollte ich mal ein paar Namen ändern, eben für die Raid-Stunde heute, dass ich da ein paar Geschenke öffnen kann oder Leuten, die das selber machen wollen, das überlasse. Aber irgendwo kam dann immer die Meldung, du hast vorerst deinen Spitznamen zu oft geändert. Bitte versuche es später nochmal. Habt ihr das schon mal gehabt? Dann schreibt's mal rein. Das ist bei Leuten gewesen, wo ich noch kein einziges Mal irgendwas geändert habe, aber irgendjemand hat mir gemeint, man darf nur 20 Spitznamen in einer halben Stunde ändern, danach ist erstmal Schicht im Schacht und da herrscht dann sozusagen ein Cooldown. Dann könnt ihr nicht nochmal was ändern. Dann richtig krass, habe ich gestern gezeigt, glaube ich, in der Folge, ein 98%iges Shiny Giratina. Die gierige Tina ist da und wir gucken mal.
was heute in der Rage-Stunde noch so abgeht, wer da was bekommt. Der Toni hat sich ja ein bisschen gelohnt mit einem 100% Giratina. Das seht ihr jetzt nochmal, 1931, das 100er, 1921, das 98er. Auch der Virus-Killer, habe endlich eins, hat sich hier selbst eins gebastelt aus einem Amaldo heraus. Sieht auf jeden Fall sehr realistisch aus. Der Kenny, so sieht er aus, auch mit einem Shiny Giratina. Und am Ende noch der Wullehai mit einem Shiny Griffel. Das waren jetzt aber die Highlights, schon 20 Minuten. Wir gucken noch auf den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von mir, denn es ist immer noch das 100% Shiny Mewtwo. Guckt euch das an, 23,87. Und was für ein Weg war das dahin? Wir wollten den Raid gar nicht mehr machen. Kurzerhand entschlossen, komm, einen nehmen wir noch mit. Dann draufgedrückt, aus dem Raid geflogen, Beutel voll, man konnte es nicht fangen. Dann will man drauf, löscht was weg, geht hin, dann ist die Kamera eingestellt, AR, dann sieht man nichts. Dann plötzlich, oh, ist ja ein Shiny. Dann kommt die WP-Anzeige oben drüber, 23,87, da blieb mir kurz die Spucke weg und dann habe ich gewusst, das ist doch ein 100%iges, das muss ich aufnehmen, richtig krass. Wem das nicht krass genug ist, weil ihr das schon gesehen habt in der einen Folge, habe ich aber noch was anderes für euch, nämlich das Pikachu. Guckt, das ist nämlich das nächste. Valentins Pikachu wurde offiziell gepostet. Da ist es natürlich nicht offiziell. Hat mir der Stefan Landei hier auch nochmal zukommen lassen. Gab es aber auf Facebook auch schon mal. Das Pikachu auf jeden Fall richtig genial. Was hat es denn da in der Hand? Schreibt es mal in die Kommentare. Und dann hat es noch einen Ball im Mund, ein Knebel, dass es ruhiges Nichts sagen kann. So ein richtiges Sadomaso Pikachu. Das wäre auf jeden Fall richtig genial. Also ich würde das so feiern, wenn das wirklich ins Spiel kommen würde, was es leider nicht kommt. Aus diversen Gründen, aber das wäre doch mal eine richtig krasse Verkleidung und dann auch noch als Shiny. Das war's aber vom Schocker der Woche, das war's von den Highlights der Woche, das war's von mir, das war's von euch, das war's von allem und der Welt. Wir sehen uns nächste Woche wieder, gleich geht's zur legendären Raid-Stunde. Die seht ihr dann morgen, aber ich werde wahrscheinlich nur einen machen oder zwei und dann die restliche Zeit mit den Levelaufstiegen vergeuden. Aber die wenigstens auf Video haben, damit ihr seht, wer von euch ist dabei, wer steigt auf, wer nicht, wer hat es wieder mal verkackt, wer hat sich an die Regeln gehalten, wer nutzt das Community-Egg, wer nicht. Das aber ein anderes Mal, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.